Hallo Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Und auch auf der Bastelgalerie. Moin! Genau, weil heute bin ich nämlich nicht alleine, denn die liebe Julia von ihrem YouTube-Kanal Bastelgalerie ist heute bei mir zu Besuch. Und ja, deswegen gibt es heute mal ein etwas anderes Video, denn wir waren im Action-Einkaufen. Vorab, es könnte lustig werden. Es könnte lustig werden, das kommt noch dazu. Und wir wollen euch mal zeigen, was wir ja alles ergattert haben. Ich sage nur Neuheiten. Neuheiten, aber hallo. So, dann legen wir mal los. Schmeißen wir das hier mal auf die Seite und dann starten wir mal. Und zwar als erstes, Julia schmeißt mir jetzt mal ins Bild, was wir bekommen haben. Haben wir diese Glitzermarker bekommen. Und die gibt es noch in weiteren Farben. Blau, gelb kommt noch dazu. Genau, und ich glaube, das war's. Das war's. Ja. Ich glaube schon. Genau. Und wir wollen die aber jetzt auch mal testen mit euch. Da kostet ein Päckchen 99 Cent. Genau. Und ich würde sagen, welche reißen wir auf, Julia? Grün ist deine Lieblingsfarbe. Ach, wie kommst du denn da dran? Ja, weiß auch nicht. Und dann reißen wir mal die grünen auf. Und wollen die auch mal dann reiße ich testen. Die rote auf, damit wir deine Lieblingsfarbe auch dabei haben. Ja, so schaut's aus. So, also 99 Cent kostet ein Päckchen. Hast du nicht gesagt, die sind wasservermalbar? Die sind wasservermalbar, das wollen wir auch mal testen. Okay, Vorgebrauch schütteln. Vorgebrauch schütteln. Und dann die Spitze 3 Sekunden lang eindrücken. Okay. Die Farben können Flecken verursachen. Ja, super. So, also, ich schreibe jetzt mal Julia. Ui, die sind ganz schön nass, ne? Ja, die sind ziemlich nass, ja. Oh. Jetzt passt, oder? Ja. 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 Okay, jetzt müssen wir theoretisch das mal trocknen lassen. Ja. Also man sieht, dass sie, glaube ich, ganz gut glitzern. Sie sind wirklich sehr, sehr schön. Vielleicht könnte man nur noch embossen, aber es wäre vielleicht zu viel. Ja. Ich probiere es jetzt mal mit Wasser zu vermalen. Weil wenn sie wasserbasiert sind, kann man natürlich mit denen auch irgendwie theoretisch. Ah, da muss man noch ein feuchter, also muss irgendwas, man noch früher anfangen, ne? Ja. Damit der Stich mal nicht so hart bleibt. Irgendwas ausmalen. Also theoretisch geht's. Ich bin generell kein Fan davon, das direkt auf dem Papier zu machen und dann zu malen, sondern ich mache es dann immer so, ich nehme mir irgendwas, was wieder abwischbar ist, also irgendeine Folie. Ich mache es jetzt mal hier drauf einfach und nehme das dann mit meinem Stift auf. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, nicht, dass ich wieder irgendwo in der Pampa unterwegs bin. Nee, so. Und fange dann so quasi an, irgendwas auszumalen. Na, dann hat man natürlich den Glitzerscham, ist vielleicht jetzt auch für Weihnachten, für die letzten Weihnachtskarten, die noch so anstehen, eine ganz schöne Sache. Ja, der rote dann vor allem, ne? Ja, also da gibt es ja verschiedene. Ich habe jetzt tatsächlich von Gelb und von Blau die Finger gelassen. Ja, ich auch. Und deswegen konnten wir euch jetzt nur die Farben zeigen, weil man muss ja nicht immer alles haben. Schwierig, aber man muss nicht immer alles haben. Aber das sind die und wir finden die eigentlich ganz gut, oder? Ja. Okay. Daumen hoch. Daumen nach oben. So, dann machen wir weiter. Und zwar. Ich versuch's zu schieben. Und zwar haben wir einmal diese Hobby Letters bekommen. Das sind ja so kleine Steinchen mit Buchstaben und Zahlen drauf. Machen wir gleich mal auf. Und mit einem von den beiden werden wir heute auch noch eine Karte basteln. Ja. Wir wissen noch nicht mit welchen, aber wir finden es raus. Genau. Zusammen mit euch diesmal. Oh, ich sehe gerade, da sind auch Zahlen dabei. Da sind, ja, da sind, ja. Hier, sind auch Zahlen und Sonderzeichen sind auch dabei. Warte mal, hier steht das hier auch drauf. Nee, ich glaube nicht. Nein. Weißt du noch, was die gekostet haben? Nee. Nein. Gut, ne? Okay. Also aber unter 2 Euro. Unter 2 Euro auf jeden Fall haben die gekostet. Und wir machen das jetzt mal auf. Ich habe hier schon mein schlaues Skalpell hergelegt, weil ich schon wusste, ich schaffe es wahrscheinlich nicht. Ja, da merkt man die Erfahrung. Ich hätte es wieder vergessen. Ja, macht nichts. So, also einmal hier. Darf ich deine auch aufmachen? Ja, natürlich. Vielleicht brauchen wir sie ja. Naja, stimmt. Wir müssen ja auf alles vorbereitet sein. So. Da sind wir wieder beim Thema. Man hätte das ja auch im Vorhinein schon mal machen können, aber gut. Ne? Das wären ja nicht wir, wenn es jetzt geregelt ablaufen würde. Ja, das läuft hier gar nichts geregelt ab. Und so, einmal haben wir jetzt hier diese kleinen Buchstaben. Also so sehen die aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Seid ihr jetzt hier mal am Y. Es ist auf 4 Seiten drauf. Und kann man natürlich cool auffädeln und dann damit auf einer Karte platzieren, wenn man jetzt irgendeinen Namen braucht. Den brauchen wir heute nämlich auch. Und dann haben wir halt hier diese typischen ja, Steinchen mit den Namen. Wie heißen die denn? Ist
vom Scrabble. Scrabble, ne? Ja, so. Nur da fehlen die Punkte. Da fehlen die Punkte. Noch kleine Zahlen draufstehen. Genau, also die sind hier, das sind die hier einmal. Und ja, mit irgendeinen von diesen Sachen werden wir heute eine Karte basteln. Also müssen wir noch entscheiden, das legen wir dann später hin. Da versuchen wir uns aber später dann erstmal unser ganzes Zeug zusammen, was wir denn benötigen. Genau, weil es kommt noch einiges. Genau. So. Holt euch noch was zu trinken. Drück ja, genau. Drück Pause und holt was zu trinken. So, dann haben wir einmal Washi-Tape. Und zwar bei mir in der rosanen Variante. Das hat mir die Julia mitgebracht, ne? Ja. Das gab es nämlich bei mir nicht. Das hat Julia mir mitgebracht. Und das ist einmal schön das. Mhm. So. Und da sind einmal die Washi-Tapes drin. Ja, jetzt wollen wir mal kurz gucken, ob ich euch das zeigen kann. Also das sind hier einmal alles die, die da drin sind. Und das Coole ist, bei dieser Verpackung habe ich wieder so einen Abreißstreifen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Wartet mal, ich suche mal hier irgendwas, was irgendwie bunt ist, dass man das sehen kann. Kann man das so besser erkennen? Seht ihr das? Da ist so ein kleiner Plastik. So wie bei dem Weihnachtswaschitrick. Genau, genau. Dass man es eben in dieser Verpackung drin lassen kann und kann es eben da praktisch abreißen. Da gibt es noch lila und grün und, nee, und gelb, glaube ich. Gelb gibt es noch. Und da ich ja so das rosa Mädel bin, hat die Julia mir rosa mitgenommen, ne? Ja. Was hast du denn mitgenommen? Noch keins. Ich wollte lila und dann ist es irgendwie doch nicht. Vor lauter Aufregung, was es alles Neues gibt. Ist es doch nicht reingemarschiert. Okay, wenn ich das mal sehe, nehme ich es dir mit. Danke. So. Dann haben wir einmal Washi-Tape abgeschlossen. Ja, womit wollen wir weitermachen? Ach komm hier, ich glaube, darauf warten alle. Okay. Und zwar gibt es ja die neuen Stanzen. Wir haben jetzt da auch nicht alle. Ich glaube, du hast du da mehr mitgenommen? Nee. Auch nicht, oder? Das ist dieselben. Und zwar einmal hier mit dieser Sonnenblume. Also da oben sieht man es dann auch nochmal, wie es ausgestanzt aussieht. Und ja, hier nochmal ein größer. Ich hätte gedacht, dass man vielleicht die anderen Motive auch noch sieht. Aber was gibt es denn da noch alles? Es gibt zweimal Babysets noch. Babysets. So Babyschüchen und noch ein anderes, weiß ich gar nicht. Ja. Dann gibt es sowas, was eine Staffelei darstellen soll. Ah, genau, die gab es noch. Die Frau, die auf dem Bücherstapel sitzt. Mit der Katze oder so, glaube ich, ne? Oder genau, mit dem Hund. Genau, eine Katze war dabei. Ja. Genau. Und wir haben uns jetzt aber halt für die vier entschieden, weil die jetzt für uns am schönsten waren. Mhm. Dann einmal hier so ein bisschen florales Muster mit einem Schmetterling und Smile kann man sich hier noch ausstanzen. Ich stehe da jedes Mal davor und überlege, was das bedeutet. Gott sei Dank steht es oben. Ja. Nicht spiegelschlecht. Ja. Jedes Mal, hä? Was steht denn da jetzt? Ja. Dann haben wir einmal die Hängepflanzen mit so kleinen Vögelchen sind da noch dabei und ich glaube, soll eine Laterne soll das, voilà, vielleicht sollte ich es in die Kamera halten. Darstellen. Wartet mal, ich drehe es mal um, dann seht ihr es besser. Mhm. So, und dann haben wir noch einmal diese Cutting Dies mit diesem kleinen Umschlag hier. Mhm. Und auch ein bisschen Firlefanz von allem. Also Herzchen, Schleifen. Das kann man jetzt als Stern oder als Seestern auch für Unterwassergeschichten nehmen. Auch das hier könnte man gut. Also da gibt es auch diese in Aquarien immer diese. Ja, diese Unterwasser-Tanz. Ja, genau. Also ja. Da könnte man sich gut spielen. Genau. Coole Idee, das ist sehr flexibel. Ja, das ist sehr flexibel einsetzbar, tatsächlich. So. Da hat eine 2,45 Euro gekostet. Julia hat es auf dem Schirm. 2,45 Euro, eine. Genau. Das Washi-Tape haben wir vergessen zu sagen, glaube ich, ne? Das ist 1,99. 1,99 hat das Washi-Tape gekostet. Toll, jetzt weißt du, was das Geschenk gekostet hat. Verdammt. Verzeihung. Ich glaube, ich hab's nicht gehört. So, dann machen wir weiter. Und zwar, was unspektakuläres. Ja, cool. Ich wusste gar nicht, dass es das da gibt. Und zwar gibt es bei Action, jetzt werden alle, die Karten basteln, total enttäuscht sein. Ja, wir waren es irgendwie ein bisschen auch, ne? Ja. Von uns selbst irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber sind das Karten, die man selbst besprechen kann? Also mit eigenem Text. Oder Musik. Musik oder sonst irgendwas, wo man singen kann, schief und krumm. Also in meinem Fall, vielleicht könnt ihr besser singen. Julia, kannst du zuschalten? Ja, okay, ja. Alles klar. Also auch in unserem Fall. Dreistimmig, schief, falsch und mit Begeisterung. Sehr gut, ich auch. aber wir haben uns gedacht, oder die Julia hat sich gedacht, dass das ganz cool wäre, wenn man da einfach was drüber klebt oder nochmal eine Banderole sozusagen rummacht. Ja, genau.
Denn auf Amazon, glaube ich, oder? Ja. Kostet eine, was war das? 13,95. Und da hat eine gekostet 1 Euro, was war nee, das? Nee, die waren, glaube ich, 2,35. 2,35. Ja. Also um einiges günstiger. Und da ist unser Bastlerherz ja trotzdem noch glücklich. Ja. Weil wenn ich da einfach irgendwie hier in der Innenseite von der Karte, darf ich es mal aufmachen? Mach mal auf, das würde mich jetzt auch interessieren, wie die innen aussieht. Jetzt wartet mal, ich öffne das mal. Das knistert. Das knistert. So. Also, so sieht die quasi aus mit Briefumschlag. Ja, das ist auch cool, weil die ja recht groß ist. Ja. Und, opala. Oh, ist da schon was drauf? Nee, ich glaube nicht, warte mal. Wahrscheinlich haben wir gesprochen, wir haben im Auto fahren. Ja. Genau, also so sieht die aus. Und wenn ihr hier, opala, ja, ich mach's jetzt noch nicht mehr auf, wenn ihr hier einfach irgendwie was reinklebt, das ein Stück übersteht, ja, ne? Einmal umklappt, nochmal umklappt und hier innen, ich mache es jetzt nicht mehr ganz auf, und ja, hier innen nochmal was reinklebt, dann habt ihr natürlich außen genug Platz, um da eure Gestaltungswünsche und ja, sonst irgendwas zu erfüllen. Die ist schön dünn, das trägt dann auch nicht auf, wenn man noch ja, was draufklebt. Genau, ja, also die ist wirklich schön schmal gehalten. Genau. Ja. So, dann packen wir die nur wieder ein, damit da nichts kaputt geht. Ja, wer das nicht will, muss halt die von Amazon kaufen, die sind weiß. Ja, ach, genau. Ich nicht zurück. Wir können das später sogar einpacken. Jawohl. So. Ach, ist so wichtig. Dann haben wir wieder was ergattert. Da haben auch viele lange drauf gewartet. Also ich habe es zumindest auch in Facebook, in den Action-Gruppen immer mitbekommen. Und zwar die kleinen, die Julia schiebt es ganz heimlich rein, die kleinen Stempelchen. Die sind ja auch neu. Ja. Und da haben wir, die gab es auf der Action-Seite, wie lange gab es die denn da schon? Ewig. Ewig und 3 Tage. Ne? Immer wieder haben wir geguckt, ob es da irgendwie ein Update von gibt, ob es die jetzt tatsächlich noch gibt oder ob es die nicht mehr gibt oder ob die noch kommen oder nicht. Der Waschbär fehlt gerade. Der Waschbär fehlt. Warte mal, den habe ich hier. Den hatte ich ja schon. Warte mal. Oh Gott, jetzt lege ich hier alles warm. Oh Gott. So, eine Sekunde. So, Waschbär haben wir auch. Also, das sind 2, 4, 6, 8 neue Stempelchen. Und die wollen wir jetzt mal alle durchgehen. Und ich weiß, nein, aufmachen dauert jetzt zu lange. Ach komm, machen wir ich einen auf. Ich mach können, mal wir einen die, auf. Können wir die Gerbere aufmachen? Na, sicher. Die haben noch nicht Probe gestempelt. Dann stempeln wir. Wartet mal. Das spiegelt hier so mit der Folie, ne? Ja. Das ist das Problem. Stimmt. Weil Waschbär, Panda und welche war es noch? Ich glaube, das Blumenkörbchen habe ich schon mal Probe gestempelt in meinem letzten Haul. Ja, war gut? Ja. Halt so. Mit dem Stazer und das, da geht alles. Da geht alles. So, dann wollen wir das mal testen. Haben wir hier irgendwo was zum Testen? Einmal Papier und einmal Stempelkissen. Papier scheitert es nicht bei uns. Na, oh Gottes Willen, nee. Also jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, welches es gibt, oder? Und dann testen wir mal, wie es beim Stempeln ist. Und zwar haben wir einmal hier den Panda-Bär. Den finde ich ganz entzückend mit den Blümchen. Ist auch schön zum Kolorieren, könnte man auch gut das hier einsetzen, ne? Diese Glitzerfarben. Ah, ja. könnte man gut einsetzen, ne? Das gibt nochmal so einen besonderen Touch. Also, können wir gut kombinieren, die Sachen. Ja. Mach nichts, hau ruhig dagegen. Die sind auch nicht zu klein, das geht schon. Ja. Dann haben wir einmal unseren Bär mit dem Geburtstagscupcake und dem Lolli hier. Oder was heißt ein Lolli? Das ist eine Kerze, ne? Stimmt, das ist Kerzenschein. Kerzenschein oder so. Dann ein Geschenk und ein Partyhütchen. Ah, in rosa. Partyhütchen in rosa, genau mein Ding. Ja. Dann haben wir hier einmal den, was ist denn das? Waschbär. Mhm. Mit seinem süßen Winterpulloverchen könnte man, das ist ein Winterpullover, ja, finde ich, ne? Könnte man mein Pullover sein, der könnte, Farbe nach. Ja, genau. Ja. Julias Lieblingsfarbe. Genau, und da haben wir halt auch gut Platz zum Kolorieren, glaube ich. Also wenn man hinten drauf guckt, ist es ein bisschen blöd, ne, weil da jetzt hier dieser Aufkleber drüber ist, aber den könnt ihr auch echt gut kolorieren. Macht bestimmt Spaß. Ja. Dann haben wir einmal einen, Traumfänger, danke, jetzt wäre mir das fast nicht mehr eingefallen. Der ist auch echt schön. Der ist allerdings wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zum Kolorieren, weil halt hier diese ganzen Feinheiten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja, doch ein bisschen, diese ganzen Feinheiten eben so extrem mini sind. Also ja, wird wahrscheinlich ein bisschen, ja. Das könnte man vielleicht auf ein buntes Papier stempeln, in ja, schwarz. Dann ja, hat man Farbe. Mühe. Ja, ja. Genau. Gibt ja auch diese, wenn man von diesen Slimline-Blöcken, die es gab, ne? Mhm. Diese Farbverläufe, dann hast du auch unterschiedliche Farben irgendwie. Oder weißes Vellum, darunter ein ganz buntes Papier und dann drauf stempeln, sieht auch gut aus. Ja, bei Vellum immer Stazon nehmen. Hm. Alles andere trocknet nicht. Gut, danke für den Tipp. Ja, kein Problem. Bin ich nämlich auch schon halb verzweifelt dran. So, dann haben wir einmal den Kolibri. Unser Hund sagt auch Hallo. Einmal den Kolibri. So, machen wir weiter. Und zwar einmal haben wir dann noch den Schmetterling.
Das ist ja voll deins, ne? Schmetterling ist voll meins, mhm. Ja. Alles Schmetterling, Standschablonen, Schmetterling, alles. Trifft sich gut. Ja. Ich warte mal, wo ist er denn? Ja, da. Ich fummel noch hier rum. Na, also ja. Hier. Das könnte man aber, theoretisch könnte es auch eine Libelle sein, oder? Bestimmt. Wird es auch gehen? Ja, ja. Bestimmt, oder? Ja. Ja, ist der also, Körper ein bisschen kurz, aber ja. Ja, mal Körperverlängerung rein. So, Schmetterling. Dann einmal das Blumenkörbchen. Das ist natürlich auch ganz cool für Geburtstagskarten. Muttertag. Muttertag. Ja, Vatertag ist vielleicht ein bisschen zu kitschig. Da kommt drauf an. Kommt drauf an. Wenn der Papa drauf steht, ne? Auf Blumenkörbchen. Ja. Kann man auch das machen. Na klar. Einmal das Blumenkörbchen und einmal hier die Gerbera. Und die stemmen wir jetzt mal, oder? Ja. So, Hundehaare sind schon wieder los hier. Dann wollen wir das mal probieren. Schauen wir mal, ob wir überall Farbe haben. Es kann jetzt sein, dass der erste Abdruck mal gleich nichts wird. Aber hast wir haben ja noch Winkel Papier da. Hm. Ja, der ist auch für die Stempelhilfe. Ja, aber das geht ja auch, wenn du es drauflegst, ja. Festhältst. Ja, ich probiere. Ich schaue jetzt, einfach mal, Abdruck, schau jetzt ja einfach mal drauf. Und dann probieren wir es mal. So. Oh, ja, okay. Ja, passt. Also auf der einen Seite hat er nicht ganz, aber für den ersten Abdruck ist okay, glaube ich, ne? Also, und den könnte man natürlich jetzt cool kolorieren. Mhm. Hoppala. Nimm nochmal den rosanen Glitzerstück. Warte mal, ich mach mal hier. Ich habe, glaube ich, hier noch Farbe drauf, oder ist die schon getrocknet? Ja. Ich mache einfach nochmal was drauf. Wassertankpinsel, danke sehr. Muss man nur schauen, ist das jetzt Versa Feinclair? Das ist, glaube ich, naja, ich weiß es gar nicht. Aber es geht um den Versuch. Es geht um den Versuch, wir schauen es uns an. So, na, und dann könnt ihr natürlich hier, super cool, das Ganze, es schaut gut aus. Mhm. Also ich glaube, es ist theoretisch nicht wasserfest, meine ich, das Versa Feinclair, aber mein Gott. Könnte man ja dann schön noch das absetzen mit dem roten Stift zum Beispiel, genau, oder so. Also, ne, ja, da könnt ihr echt super cool und es glitzert oder mit, natürlich. Ja. Oder mit einem, der dann nicht glitzert, weil ja, es vielleicht zu viel oder weiß ja nicht. Aber der lässt sich super. Das war so ein bisschen der, auf den ich am meisten scharf war, auf ja der neuen Kollektion, ja. Aber mir macht das Ausmalen gerade Spaß. Ja. Verdammt nochmal. Dieses Video verzögert sich. Ja. 3 Stunden. Jenny malt noch aus. So, also. Ich finde das cool. Mhm. Ganz ehrlich, Leute, das ist total cool mit dem, mit diesen Glitzerstiften hier. Und wasservermalbar. Oh, ich finde es toll. Also, da gibt es viele Gerbera-Karten demnächst. Ja. Zeige ich dir mit Glitzerstiften. Muttertag kommt. Ja, stimmt. Ja, kann man schon mal vorarbeiten. Man kann ja der Mama auch mal was Nettes schicken, außerhalb des Muttertags. Ja, stimmt. Naja. Ich so, dann sind wir mit den Stempeln fertig. Und dann gab es tatsächlich was, da habe ich erstmal ganz doof geguckt. Und zwar. Das stimmt gar nicht. Ich habe doof geguckt und du hast es mir erklärt. Ja, stimmt, aber ich habe auch doof geguckt am Anfang, weil ich ja gar nicht, ich konnte es nicht einordnen, als ich es aus dem Regal rausgezogen habe. Und zwar, wir machen das jetzt voll mit diesem Schiebezeug. Ja. Ne? Das ist total Special cool. Effect. Special Effekt. Und zwar ist es ein Starter-Kit für die Technik zum Nähen auf Papier. Im Grunde. Sticken eigentlich. Sticken, oder? Ja, auf Papier. Und wir machen das jetzt mal auf. Uiuiui. So. Das ist ja, das geht. Das geht. Oh. Mit etwas Kraftaufwendung haut es schon hin. So. Und zwar sind hier verschiedene Vorlagen drin. Und ich sage euch gleich, warum ich es eigentlich genommen habe. Das habe ich auch Julia dann gesagt. Ja. Weil so eine blöde Prickelnadel. Das ist ja keine blöde Prickelnadel, das ist eine super schöne Prickelnadel in rosa, genau meine Farbe. Ja. Die kostet ein Schweinegeld im Internet. Also da bist du mal schnell bei 2-3 Euro dabei. Es ist für eine Prickelnadel ein Schweinegeld, hört sich nicht viel an, aber es ja, ist halt nur so ein kleines ist halt nur, genau. Ja. Und im Grunde ist es dafür da, dass ich habe hier verschiedene Schablonen mit dem Alphabet, mit Buchstaben, mit kleinen Formen und so weiter und so fort. Bin ich überhaupt im Bild? Ja, wieder ja mal nicht. So. Also. Und im Grunde ist es dafür gedacht, dass ich hier quasi das auf meine Unterlage drauflege. Jetzt machen wir mal ein L. Wir machen das J, das passt viel besser. Okay, stimmt. Wir heißen beide J, ne? Ja. Julia und Jenny. Ja. Wow, wir haben uns gesucht und gefunden. Mhm. Und kann dann quasi hier anhand von dem durchstechen. Ich lerne gerade dazu. Ich habe es nicht verstanden. Ja, macht nichts, muss man nicht. Und dann kann man quasi hier diesen Weg nach
Ja. Nähen. Da ist dann auch. Ist aber nicht dabei, oder? Na doch, klar, hier sind Nadeln dabei. Guck mal. Gar nicht gesehen. Die stecken hier drin, sogar drei Stück. Wir haben einmal rot, blau und dann gelb, ne? Mhm. Und dann könnt ihr damit wirklich nähen, was das Zeug hält und könnt dann da eure Karten quasi cool mitmachen. Ja, halt rein. Hier sind auch so Geschenkanhänger, das kommt also für Weihnachten. Ja, genau. Mega. Zum Beispiel. Oder man, wenn man nur eine Kleinigkeit verschenken will, kann man halt ein Lesezeichen dafür machen. Alles gut. Ja, genau. Also finde ich cool. Und am praktischen finde ich diese Zickzack-Dings. Ja. Das sieht bestimmt cool aus. Ja. Und im Grunde könnt ihr das aber auch dafür hernehmen. Habe ich gerade ein Brett hier. Wartet mal, ich muss mal kurz unter euch, über euch greifen. Im Grunde könnt ihr das aber auch dafür nehmen. So Prickelnadeln sind immer toll, wenn ihr mit Brads arbeiten wollt. Was heißt, ihr habt irgendwas, was ihr befestigen möchtet oder sonst irgendwie irgendein Teilchen auf eurer Karte. Na, die Bastler, die kennen das wahrscheinlich, dass man die öfter in Gebrauch hat. Und dann habt ihr quasi hier die Möglichkeit, einfach und easy euch ein Loch durchzustanzen. Mhm. Na? Weil wie oft bin ich schon da gestanden und habe mir gedacht, oh Mann, was nimmst du jetzt? Weil so eine, hier, ich habe sogar eine hier liegen, so eine Stecknadel vom Nähen, die ist einfach zu dünn. Mhm. Na? Da kriegt man einfach kein Brad durch. Und das hat eine schöne Größe, dass du auch diese Brads, egal in welcher Größe, glaube ich, echt gut durchbekommst. Mhm. Und deswegen bin ich dankbar für diese Prickelnadel, weil... Ja, und die hatte Unterlage ist halt auch super, weil man sich nicht jedes Mal... Genau, ja, und das, also die ist halt schön weich, aber geht halt auch nicht kaputt. Ihr könnt hier richtig reindonnern, da passiert überhaupt nichts. Ne? Ja. Also, richtig gut. Das haben wir gekauft und für jeden, der entweder dieses Nähen quasi gut findet, es gab ja auch, wenn ihr euch erinnert, wenn ich den Haul nochmal finde, ich verlinke ihn euch. Ich schicke das Video auch der Julia, dann kann die das auch bei sich reintun, weil das Video, das wir heute drehen, wird sowohl auf meinem wie auch auf Julias Bastelkanal zu finden sein. Es gab vor, was waren das? Halbes Jahr oder sowas. Worauf willst du denn hinaus? Da gab es doch schon mal diese Standschablonen, wo man auch nähen konnte. Ja, genau. Ne? Genau, ja. Mit dem Geschenkanhänger und Stickrahmen und genau. So. Ja. Und sowas in der Art ist ja das jetzt auch. Nur halt mit Buchstaben, Zahlen und kleinen Symbolen. Habe ich noch nie benutzt. Ich auch nicht. Aber einmal, einmal habe ich es benutzt tatsächlich. Okay. Ja. Aber ist schwierig einzusetzen. Mhm. Ja. Genau, also das haben wir einmal gekauft, hat gekostet 1,99 €, glaube ich, ne? Achso, und die Stempel 99 Cent. Das genau, Stück. Pro Stempel. Ja. Jawohl. So, dann packen wir hier das mal wieder zusammen. Wir machen hier schon wieder Unsinn und schmeißen hier alles voll. So. Also das waren jetzt auch wirklich viele Neuheiten. Das waren viele Sachen, die neu waren, ja. Ja. So, dann wir machen wieder unseren coolen Modus. Achso, oh, das war jetzt nicht so. So, jetzt darf die Julia mal vorstellen, weil das ist nämlich ihre. Ja. Wobei ich auch noch nicht so ganz weiß, was ich damit machen will. Also ich hatte eine Anwendungsidee. Warte, ich schneide mal kurz auf. Ja, danke schön. Das ist für Druckknöpfe. Oh Gott, nimm die Hand weg, Julia. Okay. Ich und ein Skalpell, warte mal. Oh. So. So, genau. Also das ist für Druckknöpfe. Eigentlich wohl für Stoff, ne, sagtest du. Ja, ich denke auch, dass man es gut für Karten hernehmen kann. Und die Idee, die ich hatte, also zur Anleitung dabei, Gott sei Dank. Das knistert gleich nicht mehr, entschuldigt, aber ich muss die Anleitung noch rauskriegen. Ja, genau, also so ganz vertraut bin ich damit auch noch nicht, da gibt es bestimmt dann nochmal ein extra Video dazu. Ja. Aber hier ist eine super Anleitung auf jeden Fall dabei. Weil ich dachte nämlich, man kann das super für Geschenktütchen nehmen, die man quasi dann verschließt. Ja, Druckknopf dann verschließen kann. Ja. Wenn man kein Magnet zu Hause, also wie ich habe mir mal keine Magnete gekauft und ich überlege jedes Mal, wie kriege ich diese Geschenktütchen zu, dann könnte man das quasi nutzen. Gut dafür einsetzen, ja. Also man hat halt hier ein schönes Starter-Set. Starter-Set mit verschiedenen Aufsätzen und hier ist auch ein Mini-Schraubenzieher dabei, ist ja niedlich. Ja. In rosa. In rosa, das wäre schon wieder meins. Ja. Und eben auch verschiedene Knöpfe, hier hat es welche mit Herzförmigen, quasi dann oben der Abschluss, dann ganz normale runde Druckknöpfe, gibt es Metall, finde ich auch schick. Mhm. Die verschiedenen Aufsätze quasi dann, um die zu befestigen, je nachdem. Ja. Das ist dann hier erklärt, wenn du welche Aufsätze du brauchst, für welche... Für was? Knöpfe. Genau. Ja, für die Metallenen brauchst du klar andere wie für die Plastik. Ja. Genau. Ja. Logisch, ne? Ja. Ja. Also damit muss ich mich nochmal befassen. Das ist jetzt heute erst zufällig in meinen Einkaufswagen gehüpft. Ja, aus Versehen. Eigentlich wollte ich es gar nicht. Ja. Eigentlich tief in mir wollte ich es doch haben, aber... Ich habe sie überredet. Ja. Ist auch eine schöne Farbauswahl. Ja. Da ist für jeden was dabei. Genau.
Weißt du noch, 6,99, glaube ich, ne? Hat's gekostet. Ja, ja. 6,99 war's. Cooles Teil. Freue mich schon auf den Einsatz. So, dann kommt jetzt Papier. Viel Papier. Viel Papier kommt jetzt. Wenn die Hand weg, dann kann ich es reinwerfen. Okay. Und zwar haben wir einmal diesen Ohrstellschaf Vintage Botanical Block haben wir gefunden. Hast du gefunden? Du hast ihn gefunden. Ja. Und ich mach's wie immer. Ich blätter einmal kurz durch, damit es nicht so langwierig ist. Also es sind halt verschiedene florale Motive einfach dabei. Wie wir die jetzt einsetzen wollen, gute Frage. Habe ich das bei einem? Bei M hatte ich schon eine Idee. Na, Julia hatte Bescheid, wenn er kommt. Julia hatte schon eine Idee, also mit Punkten. Ja, die sind für Hintergründe halt gut. Schauen wir mal, das seht ihr das scharf? Nee. Warte mal. So, jetzt klappt das, glaube ich, besser. Schaut aus wie so ein altes Briefpapier. Mhm. Ja. Dann hier mit Blümchen wieder, also das ist alles mit Blümchen. Und notfalls nimmt man halt die weiße Rückseite zum Stempeln her. Ja, genau. Also ich glaube, mein Handy stellt gerade nicht scharf. Warum stellst du nicht scharf? So, stellst du jetzt scharf? Wer möchte ja, nicht? Da so. Zum Beispiel. Also. Ja, das ist halt schwierig, ne, das einzusetzen. Irgendwie müsste man sich mal was überlegen. Hm. Ich kann mal nachdenken, dann kann ich mal gucken. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns doch in die Kommentare. Genau, einfach her damit. Hier mit Zitrönchen. Sind das Zitronen? Ja, oder Orangen, kann man beides nehmen. Hm. Also sind halt viele florale Muster dabei in so Erdtönen eigentlich eher. Also weniger grün. Ich habe jetzt auch gedacht, vom Titelbild eher grünlich, aber ne, wenn man dann sich die Muster anschaut, ne, ja. Da dem, hatte Julia die Idee. Genau, das habe ich gedacht, wenn man das als Hintergrund nimmt und dann mit der Standschablone, mit der Sonnenblume oder auch mit der Gerbera, wenn ich das jetzt so sehe. Also dann da quasi die Ding. Ja. Was ich ganz cool finde, über diese Ding könnte man auch hier irgendwie noch einen Text drüber machen. Ne? Also wenn man da was nimmt, könnte man auch hier noch einen Text drüber machen. Und dann die Blätter. Genau. Oder man kann auch zum Beispiel, jetzt sind wir beim Thema Verbindung mit allem, man könnte das ja mit einem Brett befestigen. Was heißt, wenn ich die jetzt einmal ausstanze? Ja, mega. Und dann so 3D-Effekt. Genau. Ja. Dass ich die dann mit einem Brett hier festmache und dann kann man das Ganze auch irgendwie noch bewegen. Ja. Ne? Ja. So. Ja. Boah, Wahnsinn. Jetzt sprießen die Ideen. Ja. So. Dann. Es ist halt, also das ist halt mega schwierig einzusetzen, finde ich. Normalerweise sage ich immer, macht einen Briefumschlag draus, aber ja. Ja, mit deiner kleinen Standschablone. Stimmt. Da sind wir wieder dabei. Da sind wir wieder dabei. Da können wir wieder mit arbeiten, aber sonst wird es schwierig. Also normal mache ich das ja aus den 30x30 Blöcken dann. Da gab es übrigens einen auch, der auch irgendwas mit Vintage Botanical Garden hieß. Genau, ja. Ja. Den müsste ich irgendwo haben, aber wo? Tja. Tja. Das finde ich ganz cool hier. Ja, sag mal, mein Handy mag mich heute, glaube ich, nicht mehr. Und ein bisschen heller wieder. Also es wechselt sich tatsächlich gut durch. Mhm. Jo. Nummer 1. Fertig. Von, ich weiß nicht wie viel. 800. Willst du die jetzt zusammen oder einzeln? Na komm, wir legen die einfach mal zusammen hin, damit die Leute mal sehen, was wir haben. Also wir haben, die sind auch neu. Ja, ach so, 99 Cent. Ebenso wie diese da. Julia hat den Durchblick. Die sind auch neu. Und zwar sind es diese 15 auf 15 sind die, oder? Ja. Wahrscheinlich. Mit Perleffekt. Da gibt es einmal dieses Magical Galaxy Lovely Florals. Ja, der ist hart einzusetzen, glaube ich. Das wird eine Nummer, aber das probieren wir trotzdem. Dann Wild Jungle. Da sind auch viele schwierige Motive. Aber es ist halt immer, das ist immer das. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Auch das bitte in die Kommentare. Manchmal reicht es, wenn da ein Blatt drin ist, was schön ist. Ja. Und man denkt sich dann so, ja, ist egal, kaufe ich jetzt trotzdem. Genau. Ja. Haben die eigentlich eine bunte Rückseite? Nee, die haben auch. Aber glatt. Glatt. Ja, kann man dann nicht mehr bestempeln. Ja, gut, Stays on. Ja, auch wieder warm. Würde gehen, genau. Dann haben wir die pastellfarbenen. Da schauen wir gleich mal, wir blättern mal kurz durch alle durch und dann diesen Mix of Joy. Du musst diesen Effekt zeigen. Ja, der ist mega, ne? Ich weiß nicht, ob das die Kamera dann so gut einfangen kann, aber wir versuchen es mal. Ich fange jetzt einfach mal mit dem hier an. Und ich blätter jetzt wirklich nur einmal ganz kurz durch, weil sonst wird das hier eine Nummer von 3 Stunden. Ja, der Stapel, ich sehe da hinter uns noch. Ja, also wir haben hier halt gestreiftes, buntes Papier mit, kann man mal gut das Regentropfen einsetzen, wobei halt der Hintergrund rosa ein bisschen schwierig ist. Purple Rain, ja, stimmt. Stimmt. Ja. Also, die sind schon. Sind halt cool. Auch glatt, ähnlich wie diese langen Blöcke, die es mal gab, diese Card-Making. Also, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, dass das. Ist nicht matt. Ist nicht matt, sondern das spiegelt halt ein bisschen, ne?
Aber auch hier cool für Geburtstagskarten, Konfetti und so. Da gibt es ja auch den Stempel jetzt von Create a Smile, Konfetti, lass Konfetti, Konfetti für dich regnen oder so. Ja. Heute ist Konfetti für dich oder irgendwie sowas, ja. Das sind diese schimmernden Papiere, wie nennt sich das denn hier? Pearl. Fabric. Pearl. Fluorescent. Ja. Also so fluoreszierend oder wie nennt man das, ne? Ja. So in der Art, ich weiß nicht, ne, das ist doch was anderes, oder? Das ist, glaube ich, was anderes, ja. Ja, keine Ahnung. Aber das wäre dann der erste. Das finde ich so mega cool. Das ist so Batik-Optik, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist wie wenn man sich sein T-Shirt da einfärbt. Wenn da jemand in den 70ern geboren ist, passt das. Ja, passt das super. Ja. Ja. Da sind dann von jedem immer 4 drin, oder? Ja. Oh, habe ich jetzt nicht mitgezählt. Und da Love. Ja. Das ist schwierig. Das ist eine Hardcore-Nummer, aber das hat auch irgendwie ein bisschen was von Retro. Ja. Und dann Pink noch. Ja. Auch schwierig. Mhm. So, dann kommen wir zu den Pastellfarbenen. Ich fange mal von hinten an, das geht immer leichter. Mhm. So, da sind halt auch verschiedene Pastelltöne. Die sind beidseitig. Ne, genau, ne, da die sind nicht. Auch die hinteren. Die hinteren sind immer beidseitig und die vorderen, die dann so dieses Pearl-Ding haben, das sind dann die, die nur noch einseitig bedruckt sind. So, also da gibt es auch verschiedenste Motive, das finde ich irgendwie cool. Da ist Julia jetzt schon wieder raus, ne? Ein bisschen, aber ja, jeder hat ja so Wohlfühlfarben, ja. Oder? Also dabei, hoppala. Aber auch ein schöner Hintergrund. Bisschen zackig. Genau, dann wieder Herzchen. Also da könnt ihr viele Ich-liebe-dich-Karten machen. Ja. Und dann haben wir halt hier wieder die, das schaut cool aus, ne? Ja. Das hat so ein bisschen was von den Alkohol-Ink mit der Geschichte. Bisschen von diesem Marble-Block. Ja, so, genau, ja. Aber halt auch in Gold. Was waren die Marvel? Waren in? Gold. Gold auch, ne? Es gibt ja meistens Marvel. Gold. Ist euch das schon aufgefallen? Ja, das ist manchmal sehr anstrengend, wenn man dann etwas Silbernes braucht. Mhm. So, da gibt es auch verschiedene Designs natürlich. Und dann haben wir hier noch Blümchen. Mhm. Blümchen und Regentropfen. So was Ähnliches gab es auch schon mal. Ja? Ja. Aber im 30x30 Block wahrscheinlich. Ne? Auch kleiner? Ja. Okay. Genau. Und die haben so ein bisschen Struktur obendrauf. Also die sind nicht ganz glatt. Ja. So, dann Wild Jungle. Mach mal ein bisschen schneller, sonst werden wir nicht fertig. Ja, warte mal, ich probiere es. Also hier sind, das ist Julias Gebiet, da sind Monstera drauf. Ja, richtig. Das ist Julias Gebiet. Aber das ist tatsächlich dein Block. Ja, mein Gott, kenne ich dich gut, ne? Mhm. Also das ist so Julias Farbwelt hier. Weil das echt sau schwierig ist einzusetzen. Ja. Ich glaube, ich weiß schon, wie meine Geburtstagskarte nächstes Jahr aussieht von dir. Ich glaube auch. Wahrscheinlich rosa. So. Oh, der hat auch Struktur. Ja? Ja. Ganz leicht. Ganz leicht, ja. Ganz leicht erhaben. So, oh, das ist... Also, da kriegst du auch... Uiuiui. Könnt ihr das sehen? Da wird es einem gleich schwindelig. Oh, das ist aber... Aber cool. Cool hätten gemacht. Hätten wir eine Triggerwarnung aussprechen müssen? Ich glaube schon. Da. Also trotzdem cool gemacht irgendwie. Ja, das ist nochmal mit Giraffen und Zebras und so. Und ein bisschen Busch und Gestrüpp. So, genau, das war der. Dann Lovely Florals. Ich mache jetzt mal zackiger, weil sonst ist Weihnachten vorbei. Ja, alles was mit Blümchen zu tun hat, aber auch sehr schwierig einzusetzen. Das finde ich ganz cool hier. Dann könnte man gerade einen großen Kreis dazu machen und was Schönes draufstempeln. Ja. Banderole fertig. Zack, bumm, fertig aus. Obala. Hier ist ein bisschen mit Glitzer, also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Warte mal, ich stelle mal nochmal hier gerade scharf. Also hier auf diesen Blüten ist dann das Glitzere hier drauf. Ist auch ein bisschen mit Struktur. Ja. Und da sind wieder dann die, wo wir eine Triggerwarnung aussprechen müssen. Genau. So. Und jetzt kommt das Schönste, finde ich. Galaxy. Ich glaube, mit dem, oder wollten wir mit dem arbeiten? Ja. Schon, oder? Mhm. Ich glaube, mit dem wollten wir dann später, oder mit dem werden wir später dann auch mal arbeiten. Da suchen wir uns aber alles einmal raus. Das finde ich natürlich cool, ne? So. Ja, das sehen wir mich. Das ist, glaube ich, mit der schönste. Ja. Also da gibt es halt auch verschiedene Musterchen und Designs. Das gefällt mir so gut. Mhm. Und das hat auch wieder diese, wenn man das, wenn ihr das vor euch habt, die Linien sind leicht eingeritzt, würde ich so sagen, ja. So, dann auch wieder hier. Triggerwarnung. Das ist auch cool. Ja. So, das war's. Das waren die kleinen 15er 15. Und dass ihr jetzt richtig erschlagen werdet, kommen jetzt dann die. Ne, jetzt kommen erst noch andere. Ja, jetzt kommt erst A4. Jetzt kommt erst A4. Wir steigern uns langsam. Wir wollen es so angenehm wie möglich für euch machen. So, pass auf.
Die gibt schon was länger. Da hat Julia aber jetzt eine Geschichte zu. Ja, ich habe irgendwas damit gesehen. Ach, eine Weihnachtskarte habe ich damit gesehen. Mit dem Rosaton. Genau. Und dann hat sie ewig lang vor dem Regal jetzt rum überlegt und ich habe das dann einfach mitgenommen und habe ihr den Block jetzt gekauft, weil sonst wären wir nie zu diesem Video gekommen. Hm. Gell? Ne? Ja. Weil Julia in Entscheidungsfindung, soll ich jetzt es kaufen oder nicht, das ist immer ein bisschen, ja. Schuldig im Sinne der Anklage. Ah, ist schon okay. Mein Handy stellt nicht scharf. So, jetzt aber. Also da sind halt, ich glaube, ich habe euch den schon mal gezeigt in irgendeinem Haul. Ich schaue mal, ob ich ihn nochmal finde. Sind halt auch verschiedene florale Müsterchen und Punktele dabei. Das finde ich auch schön, obwohl es rosa ist. Na, ehrlich? Ja. Oh Gott, habt ihr das gehört? Ich mache mir ein Kreuz im Kalender. So. Und ich glaube mit dem, oder? Ja. Hast du eine gesehen? Ja. Genau. Ich glaube, die wollte Julia dann nochmal versuchen oder zumindest anders mal umsetzen. Mhm, genau. Weißt du noch, was der gekostet hat? Nein, tatsächlich da nicht. Okay. Auch bei dem weiß ich es nicht. Wir können es euch nicht mehr sagen. Die gab es schon mal so ähnlich. Ne? Genau. Und dann haben wir noch den hier gefunden. Da passt halt jetzt irgendwie die, also vorne, das passt irgendwie nicht zu dem, was drin ist. Weil normalerweise ist da dieser dunkle Grünton drin. Das war auch in den alten Blöcken noch so. Also ich habe euch schon mal welche gezeigt. Da war dann auch tatsächlich diese Farbe drin. Ja. Tut aber nichts zur Sache, denn wir haben hier das Schwarz, also ganz normal schwarzen Farbkarton drin. Hat der eigentlich auch, nee, der hat keine Leinen. Ein bisschen. Minimal, aber das wird immer weniger. Von Mal zu Mal wird es immer weniger. Dann braun. Und im Grunde haben wir uns den mitgenommen wegen braun, weil wir gesagt haben, wir haben eigentlich fast kein braunes Papier. Wir wissen zwar nicht, für was wir braunes Papier benötigen, aber wir haben keins. Wenn du den Inhalt von Explosionsboxen machst und hast irgendwelche Möbelstücke oder so. Ja, genau. Seht ihr? Julia hat den Durchblick. Dann grau und dann hier so ein Limettengrün. Also es geht schon fast so ein bisschen ins Gelbliche, ne? Mhm. Also ist aber noch grün. Ja, also den haben wir noch mitgenommen. Aber der ist nicht falsch. Und der, wir haben jetzt zwei, wir haben den jeder mitgenommen. Die sind beide so. Ja, also genau. Das muss hier falsch bedruckt sein. Ja. Vielleicht ist die Farbe ausge... Vielleicht ist das eine Sonderedition. Ja, wahrscheinlich. Wir haben das. Dürfen wir nie benutzen. Ja. Wir werden reich irgendwann damit. Mhm. Ja. Ja. Das habe ich morgen wieder vergessen. Oh, schönes Grün. Ja, ja. Super schönes Grün. So, jetzt kommt die Steigerung. Jetzt kommen die 30x30 Blöcke. Das wird immer hier ein bisschen schwierig auf meinem Basteltisch, aber wir geben uns Mühe. Oh, der so. Liegt auf dem Kopf. Mag nichts. Dann haben wir die Flower Power Block, den Flower Power Block. Mhm. So. Ich gehe da jetzt nur ganz kurz durch, weil sonst erschlage ich euch mit diesen ganzen Mustern und Farben und was nicht alles. Also da sind halt einfach verschiedene Blümchen in Schwarz-Weiß drin. Ist natürlich cool, wenn man jetzt mal nicht immer in bunt arbeiten will. Ihr kennt ja auch meine Devise, ich mag es gern schlicht und einfach teilweise. Trauerkarten gehen auch. Trauerkarten sind damit super zu machen, genau. Und dann würde ich vielleicht nicht den Flower Power draufkleben. Ja, nee, das wäre jetzt ein bisschen unpassend. Aber hier zum Beispiel, das kann man gut irgendwie einsetzen als Hintergrund, finde ich. Ne? Genau. Sind halt auch für innen gut. Ja, genau. Da kann man das ausschneiden irgendwie schön. Genau, und dann wiederholt sich der eigentlich nur noch. Ne? Genau. So, das ist einmal der. Dann kommt wieder deine Wohlfühlfarbe. Kommt meine Wohlfühlfarbe, Julia kennt's. Dann haben wir einmal hier den Cute Basics. Rosa. Rosa. Deswegen habe ich mir den nicht gekauft. Naja, du kannst Blätter von mir haben, wenn du da mal rosa brauchst. Also da ist halt wirklich alles drin, was rosa ist. Von Punkte bis Herzchen über Streifen, das ist cool. Mhm. Das ist schon wieder meins. Eieiei. Also da kann man sich echt austoben. Was ein bisschen schade ist, ist hier, dass da eine Linie drin ist. Ne? Seht ihr das? Meinst du nicht, das soll so sein? Ich weiß nicht. Also das sieht man jetzt an der Kamera gar nicht, aber es ist wurscht. Das ist hier Buch. Aber gut, Briefumschlag, ne? Sag oder ja immer. Weiße Mitte benutzen. Oder die weiße Mitte benutzen zum Stempeln. Also da könnt ihr wirklich machen, was ihr wollt damit. So. Und dann sind wir auch schon wieder angekommen, oder? Dann geht es wieder von vorne los. Und da das da aus ist, soll das bestimmt so sein mit dem Streifen. Ja. So, und jetzt kommt der letzte Block. Und zwar der blaue. Und da haben wir uns überlegt, ob wir mit dem oder... Julia schiebt schon rein. Mein Gott, wir sind so gut zusammen. Oder mit dem dann die Karte machen. Aber wir haben jetzt gerade nochmal miteinander gesprochen, ne? Ja. Wir werden wahrscheinlich die Karte in einem extra Video machen. Das kommt aber dann auch auf beiden Kanälen. Weil der Haul jetzt schon so lange dauert. Ja, es war zu viel. Wir haben zu viel gekauft, Julia. Es gab so viel Neues. Ja, sowas. Hier, so, also den haben wir schon. Und dann ist quasi noch der blaue. Da denkt man im ersten Moment, das ist weiß, aber das ist so ein Beige-Ton. Und da sind halt so verschiedene Vögelchen, Blümchen, Punkte. Also kann man wirklich gut für alles einsetzen. Es hat auch wieder ein bisschen Retro. Mhm. Und genau.
kann man gut mit arbeiten. Da wiederholt sich es dann schon wieder. Ja. So, und dann, wir schauen einmal kurz hinter uns. Ja. Sind wir, glaube ich, durch, oder? Reicht ja auch, oder? War genug Neues. Denke ich mal auch. So, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das hoffe ich auch. Genau. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns ganz bald wieder, nämlich wenn wir die Karte dann zusammen basteln. Genau, bei Kreativliebe. Und bei der Bastelgalerie. Also, macht es gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Ciao.